Hey Freunde, willkommen zum nächsten P1-Test. Wir haben hier die Scream 3S, 10 Stück in der Packung von Funke. S heißt Small, ja, können wir auch schön lesen, Funke Scream 3 Small. Wir haben hier, wie gesagt, eine P1-Zulassung. Wir haben 50 Gramm auf 10 Stück. Macht, ich denke mal mit dem Pfeifverbrenner, wenn wir den wegrechnen, sind das vielleicht noch 3 Gramm Blitzknall. Vielleicht 2,5, wie dem auch sei. Produziert wurde es 2017. Und ich denke mal, wir gehen gleich mal raus zur Zündung und schauen uns die Scream 3S von Funke an. Also, bis gleich draußen zur Zündung. So, weiter geht's. Wir haben hier die Funke Scream 3S. Einmal rot, einmal grün. Sind halt verschiedene. Also man sieht es oben an dem Papierchen. Machen wir mal einen roten. Also die pfeifen ganz schön weit weg. Deswegen schmeißen wir sie mal nach da ganz hinten. Oh, ich dachte gerade, der kommt in meine Richtung. Oh, Alter. Okay, also die Teile sind nicht so schön, muss ich mal sagen. Die würden mir jetzt nicht so gefallen. Vielleicht befestigt auf dem Vorbrenner oder sowas. Super, Alter. Ich wollte sie befestigen und dann halt mit Standfuß, so meine ich das. Dass man die dann schön hinstellen könnte. So, machen wir noch einen grünen. Und gleich noch der Abschlussknall hinterher. So, Freunde, also von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, aber benutzt sie bitte nur, wo ihr Platz habt, wo Freifläche ist und nicht unbedingt in der Stadt oder sonst irgendwo. Also, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video, Zündung, ihr wisst schon. Ein Reiberchen.